So, uns fehlt nur noch ein Level und das ist das Level 10. Und das werden wir uns jetzt anschauen. So, was soll ich sagen? So, das ist die Frage. Man hört mich doppelt und zwar übelst doppelt. Macht sofort aus, wer auch immer. Gerade verantwortlich ist. Das ist ätzend. Also, ich glaube, das sind noch so. Was machst du da? Sehr gute Frage. Ich hab schon einen. So, wer ist das? Ich finde das jetzt heraus. Wer ist das? Der Foxy. Hallo? Der Foxy. Keine Ahnung. Ja, ich habe inzwischen Foxys Mikrofon gemutet. Sehr gut. Ja, das war der Foxy. Also, Foxy. Ja, ich habe mir die Musik. Nee, das will ich nicht hin. Muss ich ehrlich sagen, ich bin noch nicht dazu gekommen, mir sie anzuschauen, aber bis zum nächsten Minecraft-Stream habe ich ja gesagt, schaue sie an. Bis dann. So, wo ist jetzt das letzte Level? Ich finde es nicht. Okay, das hat mich schon beim ersten Teil gestört, dass man die Level suchen muss. Na gut, das geht ja voll, wenn man ungefähr weiß, wo die sind, ne, aber... Ja, aber wenn halt nicht, dann dauert das ewig. Ja, dann kann das mal gefühlte 10 Stunden dauern. Das stimmt, aber inzwischen habe ich sogar eine Idee, wie ich drankomme. Haha. Oh, da ist Limone. Drücke X und dann Plus, um direkt zum Inkopolisplatz zurückzukehren. Schau nur, wie weit weg die Kutterfest-Kajute ist. Zelte von Gegnern zerbrissen irgendwann, wenn du sie nur oft genug triffst. Ah ja, das sind mal interessante Fakten. Yo, David, ich bin gleich wieder da. Ich muss einmal kurz mir was zu genascheln holen. Beziehungsweise was zu knabbern. Ja, wollt ihr was zu knabbern? Welch klar ist. So. Ah, jihuhuhu. Okay, mach das. So, cool. Ich hab wieder ein Elektrowels gerettet. Das ist eine sehr coole Tatsache. So, und wir müssen die weitermachen. Weil ich Bock habe. Bleib so wie du bist, an Fahrwein 1 dazu sage ich danke, probier es, ich probiere natürlich noch zu verbessern, aber nicht im Negativen. Danke dafür. So, also das finde ich sehr nett von dir. Du machst was gerne. Das sollten aber gerne. Mach deine Facecam ein bisschen nach links von Zuschauern aus. Okay, also... So, bin wieder da. Ah, meinst du... So, oder? Hier raus! Sehr gut, danke. Nein, du bist auf Discord nicht gebannt. Ich hab dich auf Discord nicht gebannt. Aber ich... Beziehungsweise... Jein. Weil auf Discord tust du es halt alles ein bisschen umräumen. Und da habe ich alle Leute gerade ein bisschen vom Server geschmissen, beziehungsweise den Rang weggenommen. Aber du solltest dementsprechend trotzdem auf Discord etwas... Nein, scheiße. Etwas schreiben sollen. Ja. Die Musik kann ich jetzt gerade nicht hinterlegen, weil ich jetzt gerade Splatoon spiele und deinen Splatoon-Soundtrack nehme, wenn ich das nächste Mal Minecraft spielen, habe ich ja gesagt. Hinterlege es den. So, hier geht's irgendwie weiter. Ich habe keine Ahnung, wie man hier. Ich verlasse die Welle, wenn du mich angreifst. Oh, ich habe doch eine Idee, wie man hier hinkommt. Nein, das funktioniert nicht, ne? So, jetzt habe ich gerade angehört, wenn ein Typ der Durstfall hat. Nicht schön. Und hoch da. Wieso funktioniert die Scheiße hier eigentlich nicht? Ich habe keine Ahnung. Wie soll ich hier denn sonst hochkommen? Matze, was machst du da? Eine gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Herr Polizist. Also, irgendwie geht's hier hoch, aber ich weiß nicht wie. Der Lunga sitzt den ganzen Tag davor und... Ah, ich hab eine Idee. So, das war's beides, ich hab eine Idee, aber ist auf Deutsch gesagt, ne? Also, es müsste eigentlich der einzige Satz sein, den alle verstehen haben. Versteht man, Güter. Ja, ich weiß schon, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich kann auch beiden, kann beides reden, ne? Es ist... Kannst du von mir aus auch, ich kann's verstehen. Okay, ich konnte aber nicht wirklich pressen, auch wenn ich auf Bayern komme.
Also am Bayerisch hört es sehr schlechtern. So, Neo Mischlefax geschrieben als Destroyer, was hast du mit deiner Musik nochmals? Er darf die Musik nicht anlegen, sonst wird er gestrikt. Achso, na gut, das ist Beef, den ich mal nicht beachte. Den verschiebt dies nach links. Ach so. Du meinst, hier so, findet ihr das etwa besser? Ich glaube, das ist tatsächlich besser. Danke der Info. Hoch da. So. Neuer Gast ist hier. Neuer Gast, dann grüßen wir den gleich. Was wo? Ja, der Martin hier im Livestream, also hier im Chat. Sprachchat, sorry. Auf Discord. Wo kommt der her, Martin? Hallöde Martin. Könntest du vielleicht auch dein Mikro im Jugend vielleicht sprechen? Das ist das Blöde. Auf dem Channel hier kann jetzt aktuell, ihr merkt da, ich habe aus die Ränge weggenommen. Jeder drauf. Jeder. Das macht ein bisschen so Angst. Klar, beim Rest kann man nirgends was machen, aber man kann hier in Sprache rein. Das heißt, ich konnte jetzt jeder rein. Ich habe sogar von den Bots die Rechte weggenommen. Nee, Bot haben die Rechte behalten. Aber sonst. Das heißt, aber ihr könnt jetzt trotzdem jeder reinkommen, theoretisch. Aber viel Bot hat. Und Copyright-Musik einlegen. Was ist mit Foxy denn? Ich hab sein Mikrofon wegen der Aktion von vorhin gemutet. Ja, dann mach den doch wieder auf, der hat er doch im Griff gekriegt. Hat er das? Ich kann mich nicht entstummen. Ich kann mal schauen, ob ich daran schuld bin. Nee, ich bin nicht schuld. Du musst einfach aufs Mikrofon klicken, dann kannst du dich entstummen, dann kannst du mitreden, Martin. Hi, Star Butterfly. Hi, was machst du für ein kritisches Gesicht, wenn ich fragen darf, Star Butterfly? Hallo? Servus. Ach, endlich. Hast du das Problem gefixt? Ja, es war irgendein Problem mit meinen Kopfhörern, weil auf einmal Google losgegangen ist und hat man alles doppelt gehört. Was denn? Ja, also jetzt sind die Kacke. So, wir haben 10 Zuschauer. Er kann diese Musik nicht hinterlegen, weil die ist geclaimed von denen. Heißt, sobald die Musik hinterlegt wird, dann drückt das Programm ununterbrochen durch Videos durch. Und sobald diese Musik irgendwo hinterlegt ist, erkennt das Programm das und sorgt dafür, dass das gesperrt wird. Okay, Kanax, ich glaube, ich weiß, was der Problem ist. Lass mich kurz reden. Der Problem, ich glaube, ist, das haben wir auch so, wenn du es auf dem Handy machst, dieses Push-to-Talk, und das haben viele. Das ist ein Push-to-Talk, Dings. Das heißt, du musst auf gut Deutsch. Nein, ist nicht. Doch. Gamer ist nicht. Er hat auf Stumm, weil er hier rot erscheint. Sonst könnte er doch einfach reden. Aber der ist tatsächlich Push-to-Talk, das ist voll bescheuert. Auf dem Handy muss man draufdrücken, um zu reden. Ja, ich habe auch Push-to-Talk, weil ich keinen Bock habe, dass ihr mir die ganze Zeit hier beim Chips fressen zuhört. Alter, Team ist immer noch nicht Gamer. Also du musst das einstellen. Du musst Push-to-Talk einstellen, um es jetzt einfach zu sagen. Das kann man in. Was war das für eine scheiß Aktion? Kannst du in Einstellung einstellen? Sucht es einfach mal. Google es mal auf YouTube, wie es immer so ist und sagt. Ich bin auf PC. Nee, dann macht das Push-to-Talk keinen Sinn. Weil das gibt's auf dem PC, so viel ich weiß, nicht. Ja, der muss einfach nur auf Dings, also der muss einfach nur die Sperre aufheben. Ich weiß nicht, wie das auf dem PC ist, weil ich das Handy... Ja, mal ganz kurz. Pass mal auf, du hast dein Mikrofon unten links stehen. Wenn der ein roter Strich durchgeht, klick da einfach nochmal drauf, dann müsstest du reden. Ich will mich killen. Da ist Level 7, da ist Nixis gerade. Da ist Level 6. Ehrlich, hier übrigens. Mal ernsthaft, wo ist das letzte Level? Ich sehe das nicht. Beziehungsweise eher das vorletzte. Nee, ich hab keine Ahnung, wo das ist. Schieß doch einfach überall mit deinem, werf doch überall einfach Bomben hin, dann findest du irgendwann. Was war das Level? Ist Google sagen wir mal geswind. 10. Okay. Level. Nein. Martin, du kannst jetzt reden. Der Mikrofon ist wieder aktiv. Du kannst die ganze Zeit schon reden. Wer ist hier? Ja, jetzt müsst ihr eigentlich reden können. Wo? Bei uns im Sprachchannel. Wer ist Milchschnitter? Ich weiß, wer es war. Er hier, weil er hat Tiersachen und so. Wer? Guck mal.
will mich nicht mal wundern, was, wenn er nicht wüsste, was Milchschnitter heißt. Ja, aber der Typ. Ja. Die Sachen lösche ich. Nico ist gemutet. Martin, du kannst dich. Was willst du denn? Also auf Drogen, okay. Kannst du mir ein Schwert geben? Jetzt hört man mich eigentlich wieder, man mich gewarnmütet. Keiner hat's gemerkt, sehr schön. So. Doch. Wo ist jetzt das heiß letzte Level? Alter, es ist schlimm. Du holst du jetzt wie ich gerade rum, du holst gerade rum. Was? Ist? Hä? Nein. Wer ist die Milfschnitte? Hab ich doch schon gesagt. Was mit Milfschnitte? Hier war Discord. Ja, ja. Das hab ich auch schon dreimal gesagt. Wer ist die Milfschnitte? Ja, wir hören die aber nicht zu. Hat der Milf, Alter. Wie kommt man jetzt zu Level 10? Keine Ahnung, du machst einfach Hokus Pokus zum Salatum und dann Level 10 vor dir. Ich spiele meinen Google Joker aus. Boah, richtiger Nachgucker. Wenn Kevin Google alles mögliche muss, dass man sucht. Er ist immer noch K, du Idi. Nein. Du Idi. So, das ist jetzt gerade ein bisschen schwer. Aber hat mich doppelt. Mann, nicht schon wieder. Jetzt gerade nicht. Ja, das war ganz cool, weil jetzt wieder. Ich irgendein Scheiß. Der ist aber lieber nicht von mir. Nein. Hallo. Dann macht mich nicht doppelt. So, schon. Aber, hey, wie kommt man ins verdammte Number Hot to Reach Level 10 quickly in Splatoon 2? Ihr sagt, aber Kadabra sind Salabim und dann bist du in Level 2. In Level 10. Trollolo! Ja, geht voll, Story. Oh Gott. Du bist who reached Level 10. It's not exactly a lot goal, but it does take some time. And you'll find where I'm here because there's no one on YouTube. Ja, yeah, wo ist das jetzt? Also mich jetzt mal interessieren würde, wie kommt man auf den Namen Star Butterfly? Jetzt war kein Spaß. Bitte ein, warum? Das ist ganz easy. Wenn du keine, wenn du Push-to-Talk nicht aktiv hast, dann müsstest du eigentlich reden können. Dann musst du in die Einstellungen gehen und dann unter. Warte kurz, ich muss kurz gucken, unter was das war. Du gehst unter die Einstellungen und dann nur unter Audio. Ja, oder? Ja. Ah, ich bin ein dummes Kind, oder? Und der Sprachaktivierung. Ah, nee, ich bin dumm. Ich muss Level 10, Star Butterfly. Nein. Aber es ist nicht. Weil ich könnte schon mit dem View in die Tonne klappen. Hey David. Was? David. Ja? Manchmal könnte auch mal eine View in die Tonne kloppen. Ich hab jetzt bei Enter. Wo ist das Level? Ich bin jetzt ein Kind und such die halbe Stunde nach dem Level und find es nicht, ne? Das ist. Wir sollten das Level suchen. Das nicht wirklich vorteilhaft. Scheiße. Mann. Ich hab's dir gesagt. Was? Dass die Level-Suchfunktion scheiße ist. Dass man nicht einfach wie stumpf in Super Mario die Level einfach normal betreten kann. Das ist doch das Gute daran, weil dann hast du mal ein bisschen Gesuche und kannst dich sagen, ja, ich kaufe mir das Spiel, renn einfach durch und fertig. Dann musst du nicht mal ein bisschen suchen. Level 3, hä? Aber Moment mal, laut dem Anzeige hier gibt es hier in Zone 2 noch Level 10 auf dieser Welt. Und ne, aber ich hab keine Ahnung, wo dieses Level 10
was hier in dieser Welt noch sein soll, wo das ist. Nein. Und Level 9 habe ich gerade gemacht. Nee, oder? Warte mal. Ah doch, hier sieht man ja, welche Level ich schon gefunden habe. Aber nicht, ob du die gemacht hast. Stimmt, ich habe einen Level 6 und Level 9 noch nicht gemacht. Sehe ich gerade. Wie Level 6? Wo ist Level 6? Wie habe ich Level 6 noch nicht gemacht? Hä? Wo ist Level 6? Ach so, das ist der zweite Boss, nicht Level 10. Ach so. Gut, aber trotzdem muss ich erstmal so Level 6, das muss ich auch immer wieder finden. Ey, das ist echt ein Krampf mit den Leveln suchen, scheiße hier. Da ist das Level 6. Du kannst auch einfach, wenn du das schon gefunden hast, zum Level springen, ne? Echt? Stimmt. Ich hab dir das doch schon die ganze Zeit gesagt, dass das scheiße ist. Ja, kann ich erzählen. So, rein geht's. Das Level mach ich jetzt nochmal. Und dann 8 Euro oder was? Ist drin dann vorbei. Ja gut, das ist der Boss in der Mitte. Ja, das macht Sinn. Da kannst du natürlich erst hin, wenn ich an der Level kommt. Ah, richtig, ich erinnere mich. Das Level ist letztes Mal abgebrochen, weil ich das noch schwierig fand. Jetzt werde ich das machen. So, halte um Heldenkonzentrator vor die maximale Reichweite des ZR gedrückt. Du kannst sogar ein wenig schwimmen, ohne die Ladung zu verlieren. So hältst du in der Wache immer aufgeladen. Mit Audio kannst du die Sprachaktivierung aktivieren. Hallo? Dann musst du die ganze Zeit Q drücken. Hallo? Hat mir gerade irgendwer... Ab wann kämpfen wir? Hat gerade irgendwer neulich was geredet? Ja, da hat keiner was geredet. Da musst du mal Q drücken zum Reden. Hatte der gerade ein, Ja, das ist doch schade, man... Hat der gerade ein Stimmenverzerrer drin gehabt? Nein, ja. Das ist keine Stimmenverzerrer. Gott, das ist ein Sniper, das ist ja ätzend. Ich kann mit dieser Waffe nicht umgehen, du musst mit deinem ganzes Level machen. Halt doch einfach gedrückt, du Kevin, und schieß dann drauf. Oh Gott, wie ging die Scheiße nochmal? Och nee, du bist ja das Sniper-König, ey. Ich glaube, das Level, dann rennst du so durch. Ich bin, wenn überhaupt, das Sniper-König. Ich renn direkt durch, ich mache Maschine. Jo. Ich hasse Sniper. Ne? Du musst immer noch eine gelbe Kugel schießen. Also, ne? Das ist schlimm. Ey, David, ich habe noch mal eine Frage. Der Foxy, der regt sich doch die ganze Zeit auf, dass er nicht irgendwann mal LOL aufnimmt. Ja. Hey, André. Weil ich seit über 3 Monaten dahinter hänge und der nichts tut dafür. Deine Frage. Ja, wollt ihr das mal irgendwann mal machen, oder? Ja, das machen wir tatsächlich irgendwann mal demnächst. Ich will ja. Ich bin seit über drei Monaten renne ich den Typen jetzt hinterher. Ja, ich weiß. Das machen wir jetzt aber mal. So. Also ich hab ein Dings. Ihr müsst mich jetzt mal kurz konzentrieren. Hoch da. Das Level kennen wir schon. Ja, das hat. Hey, ist doch kein Showdown, oder? Hatte ich mir letzten Part zwar gemacht, gehabt und verkackt. Nicht tun die und mehr Level. Warte. Es gibt mehr Level mit der Sniper. Ich weiß, da habe ich ein bisschen Angst. So. Timmy Kuhnke schreibt Star High. Okay, ich glaube, damit bin ich dann wohl nicht. Ich habe dir Schwert und Goldapfel, mehr sag ich jetzt noch nicht. Meint auf Deutsch. So, hier geht's dann da bis weiter. Leute, GG, aber jetzt wirklich. Leute, ey. Edi, komm mal zu mir. Edi. Ich schwöre, ich tue dir nichts. Bleib mal stehen. Ich hab Steinschwert und Eisenaxt. Nein. Also, Gamer, ich hab nochmal eine Frage. Oh, nein! Fuck it. Ja, dann eine Frage. Ja, kannst du die Streams auch noch schneiden oder werden die so hochgeladen? Ich tue den Stream jetzt hier noch parallel aufschneiden. Aufs Heiß nennen. Allerdings für den Pate gesehen. Also ich hab jetzt ein paar Pate, die ich jetzt hier aufnehme. Jetzt war kein Spaß. Ich frage mich mal, wie die Idee kommt, ich da Butterfly zu nehmen. Und die tue ich dann noch. Verteilen quasi. Bevor ich mal frage, warum ich das wissen will, ich bin neugierig. Punkt. Ich muss mich kurz konzentrieren.
So, jetzt hat. Was macht Robin? Genau vor dem Schauen, ich weiß gerade nicht. Geh mal kurz, weißt du, von dem Starbucks da vielleicht reden. Was macht Robin? Privaten Kampf, der wird es bereuen. Ach, und nur zur Info, ich bin auch scheiße mit der Sniper, also muss ich nicht allein fühlen. Cool. Da kommt das, man sieht einfach aus wie letztes Mal. GG, geh mal kurz. Hast du die Dose verändert? Was denn? Da hat er ja gerade geschrieben, sieht anders aus als letztes Mal. Hast du dich denn so sehr verändert? Ah. Sieht anders aus als das letzte Mal, okay. Ich weiß warum, du hast ein anderes T-Shirt an. Ja, und ich hab jetzt auch Queenskin. Ich weiß nicht, wann du mich das letzte Mal geschaut hast. Ach ja, stimmt. Da hab ich, den sehe ich jetzt erst. Stimmt, stimmt, da war ja was. Da war was, ne? Da musst du nochmal reconnecten, wenn du dich hörst. Ja, helf mal ein bitte den Kanak, wollte ich gerade schon sagen. So. Dann musst du musst dann erstmal unter deine Audioeinstellungen gehen, deine Kopfhörer. Ach du Scheiße. Und dann hat dein Mikrofon nochmal. Das siehst du, wenn das Mikrofon aktiv ist. Gott, das ist ja. Siehst du daran, dass bei der Audioausgabe die. Warum soll ich das erklären? Hoch da. Hotel? So, ich muss mal. Ja, sorry. Ich war das irgendwie vorhin, ja? Nee. Oh, geh mal kurz. Wenn du Sniper hast, dann freu dich schon mal auf den Boden. Ja, ich mal. Alles klar, what the fuck. Geh mal kurz, wenn du die Snapper hast, dann freu dich schon mal auf den Bosskampf. Oh, das wird lustig. Ja. Ey, bann mal die anderen, bis auf uns drei. Wie bann? Hä? Was für Bann? Bist du blöde? Hä? Was für Bann? Nein, das bleibt, du bleibst jetzt da. Die bannen doch nicht einfach irgendwelche Leute weg. Hallo, ich meinte gerade bei einem anderen Spiel, ne? Nicht Ach so, bei na dann. So, alles klar. Schau mal, wer gerade Hallo geschrieben hat. Finde ich das sehr schön, aber... Finde ich das sehr schön, dass sie mich so anziehen findet, aber nein. Naja, das ist nur Kanalname, ne? Strike Medien, deshalb jetzt erstmal noch nicht. Also, Servus. Servus Girl mit ein bisschen und passenden Namen. Richtiger Bitch-Namer. Wahrscheinlich sitzt dann noch so ein Typ und schreibt so und denkt immer so, geil, ein Mädchen mehr in meinem Channel. Und dann Stream, der Gamer Couch. Ja, alles klar. Du bist so ein Perversling. Boah, David, ich wusste gar nicht, dass du so ein Bitch-Hunter bist. Ja, unbedingt, ne? Also, Mann, ich will ja nichts zu dir sagen, außer die Deck. So, also, jetzt muss ich hier nur erstmal weitergehen. Ja, nein, ist, nein. Von dir rede ich jetzt mal nicht außer Deck, mehr sagt. Jetzt wieder Showdown oder direkt? Die Technik, so, einmal hab, hoch, runter, runter, links, rechts und Start, Feuerkreuz hoch. Sehr schön, nein, hört auf. Ich bin nicht schon Team. So, hoch da. Okay. So. Technik ist runter, runter. Weg. Lang vom Roten haben wir gesagt. Ja, ist. Oh nein. Ey, das, was denn? Sie ist von Mert. Mein Freund Mert hat mich gerufen. Mert hat einen Freund? Das finde ich gut. So, diese Reihe hier warte jetzt mal ab. Sorry, André. Also, interessanter Name, ne? Oh, er hat ihm seine CCs gegeben. Jetzt geht das Disliken wieder los. Oh, nee, ich sperre den mal eben direkt. So, Team Big Gurke schreibt, ich will eine Switch. Natürlich, Level kann es. Witz, danke übrigens für irgendjemand, der mich gerade abonniert hat. Schade, dass man es sieht, weil ihr es auch nicht öffentlich gestellt habt. Aber ist das tolles, okay. Ich hasse mal nicht die Schwester. Was? Ich hasse mal nicht die Schwester. Willst du wissen, warum? Warum? Die sagt zu mir, die hat für meinen Geburtstag irgendwas Teures gekauft. Aber sag mir nicht was, mein Geburtstag ist seit 2 Monaten. Ja, und Junge, du... Die erträgt das nicht. Ja, scheiße, ey. Wenn der Geburtstag hat, der erträgt das nicht, wenn er weiß, was schon Showdown ist, dann geschenken. Ich glaub's dir mal, Junge, aber gut. Hä, wo geht's hier weiter? Ich komme. Ich bin bei sowas mega schlimm. Ach du Scheiße! Geh mal was? Kurz, wenn du mir jemals was zum Geburtstag schenkst,
lass mir niemals verraten, dass du schon mein Geburtstagsgeschenk gekauft hast. Sonst bin ich die absolute Nervensäge. Ich will erst nachbitten, was ich da kriege. Ich hab dir... Was ist, wenn ich dir denn was gekauft hab? Nein, das Herz. Danke. Wie soll ich dir aus dem Geburtstag schenken? So. Ich rede gerade davon, meine Stichwörter. Sissi schreibt, hi, ich bin neu, kannst mich Sissi nennen. Ja, Sissi, servus. Sissi. Servus. Dann nennen wir das mal so. Wie geht's, wie steht's? Und meine Eisenhose. Hey. Was? Hallo. Hi. Wer ist denn da? Ist das Milchschnitte? Was hast du eigentlich für ein Schwert? Ja. Weiß ich gerade gar nicht. Ja, ist Milchschnitte. Na, lass ihn mal, solange er keine Zeit hat. Wie kommt man auf so einen Namen? Ich hab keine Ahnung. So, Sissi, wie geht's? What the fuck, wie geht dich da? Hier. Nee. Ist geil, da zu mir. Ich kapier's, diesen Levelaufbau. Nein. Ja, wirklich, ich kapier's, so. Dann kannst du was kapieren. So, dann wieder ein Checkpoint und das ist noch nicht mal der letzte, ey, das ist ja schlimm. Ja, mir geht's auch gut. Sonst. Das Ding ist so riesig, ich glaube, ja. Was ist. Was ist das? Ohne Wissen, das Teil ist so riesig, ich denke, das ist mich aus, als wenn ich das. Ja, und das ist mal wieder ein Nachteil, was. Jetzt wichtig, weshalb ich. Jetzt wichtig, weshalb ich Ränge vergebe. Also, Leute, so, hier. Sissias, danke fürs Abonnieren. Danke. Und es geht wieder zu dem. Zum Gott. Milfschnitte, ja, was soll das? Ich hab grad die Biotät. Und das Wichtige, weshalb ich Range haben müsste. Das Wichtige, weshalb ich das Rangesystem eingefügt habe, ne? Nein, ehrlich? Da hätte ich nie gedacht. Ja, wirklich, das ist. Aber kein Spaß, Nathan, schwing mir mal bitte meinen Rang zurück und sag mir mal, was zu tun ist, dann können wir es mal eben erledigen. So, wie geht's hier jetzt immer weiter? Ich kapier es nicht. Hä? Wo geht dieses Level hier weiter? Ach, da. Nein, okay, dann, alles übersprungen. Okay, dann los zum Kämpfen jetzt, ne? 3, 2, 1, go! Was? Ach du Scheiße. Wann hatten die Milchschnitter gegessen? Da oben ist noch so ein Zugpunkt. Ach Gott, dammit, wo ist hier irgendwas? Da! Guten Tag, Lena. Hi, Lena. Das Humi. Alter, ich. Gamer, hast du gerade Lea gesagt oder Lena? Ich glaube, ich habe aussehen Lea gesagt. Sorry. Lena, du heißt Lena. Sorry, dass ich Lea gesagt habe. Oh. Okay, Luca. Okay, dann. Winning. Und dann kommt was bei dich, ne? Wenn das? Ich Lena sag, ich komme schon mit. Du hast gerade schon Dena gesagt, gleich kommt noch Dena, ne? Unbedingt. Ich weiß, wenn man Dena, wenn man Dena eingibt, kommt einfach Döner raus. Oh, letzter Sackbot, Halleluja. Ja, mir geht's gut. Und dir? Lena. Okay, das gibt direkt eine Sperre. Da hat jemand nämlich mal wieder Werbung gemacht. Das finde ich sehr schön. Nachricht entfernt. Ich glaube, ich kenne den Code nur auswendig. So, Also, Jogi, schau mal bitte bei mir vorbei, ich stream gerade GTA. Nein, ey, GTA, erstmal gar nichts hier für uns hier. Okay, das andere Teil aus. Dich. Bin ich jetzt. Also, Gamer, du solltest mal was machen. Also, solltest mal an die Regeln. Ey, sollst du gleich überleben? Neuer Account. Oder ne? Schon wieder, hab ihn gesperrt. Gut. Gamer, du musst mal die Steam-Regeln noch machen. Nee, die Stream-Regeln. Nicht Werbung machen. Ja, gut. Juckt die nicht. Ja, das juckt die nicht, Esto. Als ob ich dich nicht jucken würde, wenn du mit irgendwas. Da ist das Ziel. Ich sehe das Ziel. So. Das hier. Ja, Win. Boah, Foxy, du Bitch Hunter, Alter. Wir haben keine SP. What the fuck? Was ist die Sinn? Du bist ein richtiger Erklärer, weißt du? Ich weiß, danke. Das ist slim.
Ich bin kein Erklärer, ich bin ein Klärer. Du bist ein Lehrer, Alter. Oh Gott, nein, bitte nicht. Danke. Wie in Gottes Namen mach es hier weiter? An diesem Überlebenswelt, das macht echt keinen Spaß so. Oh, tut mir leid, Lena, ich meine nur, dass der Foxy ein ganz spezieller Mann ist, der immer nach Weibern sucht. Mehr nicht. Alles klar, das sagt mir der richtige Junge. Also, Lena, also, nein. Also Cori, wenn du mir jetzt hier den Abonnenten dir versaust, dann bin ich sauer auf dich. Danke. Tut mir leid. Ich mache mir einen neuen Account und gehe nach. Du regelst das jetzt. Ja, los, wir regeln das auch. Lena, bitte. Mädchen sind keine Bitches. Ich hoffe nur, dass meine Freundin es nicht zuhört, aber es ist so. Nix gegen Mädchen. Lena, ich rede von dir. Als ob der Bitch gesagt hat. Was? In der Corridor. Als ob Corridor von Bitch zu dir gesagt hat. Ich hab Bitch gesagt. Ich hab ihn nicht als Bitch beleidigt. Ja, du, genau, das ist. Die einzige Bitch, der bist du, also Schnauze. Also ehrlich mal, die Sachen zu dir, Bitch Hunter, das ist eine Beleidigung gegen dich. Aus Spaß. Aber ich habe keine deiner Zuschauer beleidigt. Ja, ich weiß, wo das CD heißt, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme, verdammt, das heiße. Das ist einfach deine Spezialfähigkeit. Ich habe ihn Bitch Hunter genannt, nicht, dass du eine Bitch bist. Das ist was anderes. Wenn du zu mir Bitch Hunter sagst, meinst du also, sie ist deine Bitch? Du, Mädchen sind in der Regel, wenn man ein Mädchen Bitch nennt oder nur sowas ähnliches, dann bist du tot. Jetzt genauso so ist zu einem Mädchen sagen, du bist fett. Du, was wollen Mädchen nicht hören? Ja, entschuldige ich mich für den unterernährten Basti, der dich Bitch genannt hat. Der hat keine Ahnung von Mädchen. Ey, ich bin nicht unterernährt. Ja, mein Gott, ich hab doch keine Ahnung von Mädchen. Er war in meinem Mädel verliebt, ne? Und die hat zu ihm gesagt, sie wird mit ihm zusammen sein, aber nur, wenn er etwas erwachsener wird. Und was sagt er? Einfach sagt, nö. Alles klar. Also erstmal, das war nicht genau so. Doch war es. Ich hab die Geschichte von Cody gekriegt. Ach du Scheiße. Was ist dieses Handwerkers heißen? Das ist ein Mods heißen. Das können Leute, die halt Moderator sind. Oh mein Gott, hast du ein Scheiß. Du wärst dafür. Boah, Alter. Ja, du, ich bin halt zwar ein Nippel an der Stelle. Ich kapier die Stelle nicht. Du bist einfach dumm dafür. Nein, ich bin nicht dumm, Junge. Was soll das? Beleidigst du mich jetzt auch noch, hä? Doch, Junge, komm her. Spaß. Ja, doch, ich bin komm nicht her, der Einzige, der hier beleidigt. Oh, ich bin dumm. Kuri, der Unterschied zwischen mir und dir ist aber echt. Tut mir leid, Game, aber du hast ihn gerade zugestimmt. Das war echt jetzt. David, du hast ja gerade gesagt, du bist dumm, ne? Dürfen wir auch was dazu sagen? Lena, es kommt drauf an, wie oft du im Stream bist und wie aktiv. Also, hier sind viele von denen, die jetzt Moderatoren sind, im Stream dabei gewesen, aber ich weiß nicht, ob wir noch Mods suchen. Ich meine. Zurzeit erstmal nicht. Deshalb muss ich auch zurzeit alle Mod-Anfragen erstmal ablehnen. Aber tendenziell, ich werde darauf nochmal höchstwahrscheinlich zurückkommen. Wobei, ach du Scheiße. Und zur Zeit haben wir schon genug Vollidioten. Und damit meinte ich nicht, dass du ein Vollidiot bist, weil du. Hast du aber gerade so mit gesagt, irgendwie, ne? Ja, Leute. Würde ich mal in der Mod-Liste durchgehen und gucken, welche Mods noch wirklich aktiv dabei sind, alle anderen rauskicken. Also, wir haben einen Vollidioten, da muss nicht rein infiziert werden. Ganz einfach. Hoch da! Nein. Los, aber ich hab's jetzt. Ich hab es jetzt noch. Ich bin relativ zuversichtlich. Also, dann bist du wahrscheinlich als Jomenet. Ich bin auch Mod. Ja. Du bist aber so schlecht dafür. Der macht so ein bisschen Schiss spielen. Ich bin sowas wie auch Mod. Das hat man ja mehr als oft genug gesehen. Oh Gott, das ist ja echt nicht einfach hier. Sissis, was war jetzt? Hab ich das gelesen? Ja. Geh mal, als ob du so lange für so ein doofes Level brauchst. Ja, ich komme auf die Sniper nicht klar. Ja, ich auch nicht, aber du musst einfach nur gedrückt halten und dann irgendwas anvisieren. Ja, nee, aber das mit dem Anvisieren, das haut gerade irgendwie nicht so hin, wie ich mir vorstelle. Und dann wird das Anvisieren irgendwie verdammt immer schwer. Warum hast du den Play-Typen da blockiert? Ich habe den blockiert gehabt, weil er Werbung gemacht hat. Ist der zu dumm? Was denn? Wieso, was hat er gemacht? Achso, der wollte uns planen. Sorry, ich hab das nicht gelesen. Er hat gesagt, der Typ, der GTA-Werbung macht, der will nicht nur pranken.
Ja, trotzdem soll er es dann ab jetzt unterlassen, bitte. Ja, stimmt. Nein, ich kann ihm was geben. Alter, wieso komme ich... Mann, die Stelle nervt mich gerade. Gamer-Couch, ganz ruhig, reg dich ab. Nur kurz ein bisschen überlegen. Nein, nee, ich reg mich jetzt nicht ab. Würde Rudolf jetzt in die Stelle sagen. Rudolf würde wahrscheinlich komplett eskalieren und wieder übertreiben, so immer. Ja, natürlich, das macht Rudolf. Neo, das hab keinen Bock, das nochmal so machen. Hast du den Special benutzt? Wenn nein, benutze eben zum Elektroweiß zu fliegen. Kann ich bei deinem nächsten Team dabei sein? Lena, du darfst jederzeit überall dabei sein, wo du willst. Also beim Discord kannst du ohne Probleme reinkommen, wenn du möchtest. Wir sind hier. Ja, du kannst auch mitreden auf Discord, wenn du willst. Das wäre also erstmal, dass ein Mädchen aktiv mit dabei ist. Ach, ist doch kein Problem. Download ist doch einfach, ist nicht die Welt. Sagen wir es mal so. Was? Wobei, achso, das Mädchen ist so. Ich hab du gerade gesagt, weil erstmal, dass ein Mädchen aktiv dabei ist, dann du sagst, auch Download ist einfach. Ist du WTF, was redest du? Hoch! Oh, was? Ja, gut. Was geht denn am Bruder für Leiden? Nee, du bist angegriffen. Wie geht diese Scheiße? Himmel! Wie geht das? Marlena, es tut mir nur mal leid. Es tut mir echt leid. Wie geht dieses Heiß soll ich stehen? Verdammte Mann, der Fahrer, der Mann. Jetzt beleidigt er mich und dann beleidigt er auch noch sie. Was? Der schafft zwei Personen in einem einzigen Wort zu beleidigen. Ich bin halt King. Ja, halt am Maul. Du bist ein Dönerfresser. Ey, ich bin der Döner-King, okay? Ach du, ist der ein Döner? King? Ich hab ne Pizza-Krone, okay? Ich hab ne Pizza-Krone selber gemacht. Alter Maul. Krass. Alter, wie geht das hier jetzt? Ich kapier das nicht. Oh. So, Lena hat geschrieben, kann ich mir nicht sehen. Jetzt schleimt sie sich ein. Gut aus. Ja, danke. Oh, das sieht gut aus. Das hat mir auch meine Freundin schon gesagt. Das schleimt sich ein. Danach schleimt sie sich ein. Ja, schmeicheln brauchst du nicht und wir wissen halt nicht, ob du jetzt gut oder schlecht bist. Also, ich überlege es mal. Aber Leute, Tatsache, wir haben noch kein Mädchen als Mod, ne? Wisst ihr das? Oha, aber nein, ich lass mich jetzt von dem einen Slime hier nicht... Nein. Vor allem, hau mal du dich mal bitte da raus. Wenn ich meine Cousine hole, dann habt ihr ein Mädchen. Nein, danke. So, wenn du drauf bist, guck, hab halt die ganze zweite Welt gemacht und du bist noch in diesem Level. Ja, ich hab eine Freundin. Lol. Hallo? Ey, schon ja, ich hab eine Freundin. Ist das jetzt so weit hergeholt? Also, nein, also das heißt, ich hab... Ja, ich hab schon eine Freundin. Du kannst 5 Minuten weg schon mit ihm zusammen sein, okay? Das heißt, ich bin sympathisch. Ist doch gut. Ciao, Leute! Ja. Jetzt eskaliert sie. Pure Eskalation. Du bist mal sympathisch. Alter, aber wie geht dieses Level jetzt, verdammter... Elena. Vor allem, Gamecode, wie alt warst du? 14 oder 15? 15. Ach schade, ach hier stimmt, ich bin jetzt 2 Jahre älter als du. Ja, okay. Ja, weil du auch 17 bist. Das wissen wir schon lange und halt jetzt nicht. Ich werde doch im Oktober 17, du Kevin. So, also bist du noch nicht so. Er heißt nicht Kevin. Wie geht dieses Level? Anton! Ich darf nicht aber Kevin nennen. Nein, darfst du nicht. Doch, darf ich Kevin. Ja, sehr nein, sympathisch. Ich bin 16. So. Cool, Lena. Ja, wahrscheinlich schreiben die Mädchen dann gleich so, dass mein Parfüm angenehm riecht. Voll das Parfüm, was man nicht mal riechen kann. Aber ach, Butterfly, nee. Also erstmal sympathisch schreibt man SHY. Macht nix, okay, ich find's gut, dass wir Mädchen sympathisch finden. Aber das ist eh schon Kappa. So. Sim-Karte, die in deinem Handy ist. Genau. Wenn du jemanden wegschreiben anfängst, sollen wir mal bei dir anfangen. Deutsch E-Kurs 4? Deutsch, Alter, wie Deutsch macht man das hier? E-Kurs. Meine ich ja, Deutsch E-Kurs 4. Weißt du, ernsthaft, ja. Wie macht man das? Wir sind also komm nicht mit Rechtschreibung, weil du und ich sind auch die absolute Katastrophe in Rechtschreibung.